In dem wunderschönen Ombres. Tut mir leid, euch jetzt so vor den Kopf zu stoßen. Heute kein Little Nightmares. Und zwar habe ich ein richtig cooles Spiel auf Steam gefunden, beziehungsweise hört sich's richtig cool an. Endzone, A World Apart. Ist ein Aufbaustrategie-Simulation, Endzeit-Apokalypse-Spiel. Es hatte jetzt vor kurzem, also genau genommen am 18. März, seinen Full Release auf Steam. Und ist deshalb gerade im Angebot für 15,59 €. Ich liebe Aufbauspiele, ich liebe apokalyptische Endzeitspiele. Deswegen habe ich auf das Game richtig Bock und ich habe gedacht, wir gucken es uns einfach mal zusammen an. Ich habe wirklich noch keine einzige Sekunde gespielt von dem Game. Soll schwer sein, soll aber auch ruhig sein. Also jetzt nicht so Command & Conquer-Style, ständig irgendwelche Schlachten. Geht wahrscheinlich mehr um den Aufbau. Ich, wie gesagt, keine Ahnung. Wir gucken es uns einfach mal zusammen an. Ah, und die Grafik soll extrem gut sein. Habe ich zumindest in den Bewertungen gelesen. Auch das werden wir mal ein Auge drauf werfen. Wir haben die Endzone endlich verlassen. Seht euch diese schöne Aussicht an. Einfach wundervoll. Auch wenn sie ein wenig anders ist, als wir uns das vorgestellt hatten. Wir konnten ein paar grundlegende Ressourcen sicherstellen. Und lagern diese nun in unserem Bus. Kurz zur Story. Anscheinend gab es einen Atomkrieg, nehme ich an. Und die Menschen mussten unter die Erde flüchten. Und da waren sie jetzt 100 Jahre. Bis quasi die Radioaktivität übererdig so gering war, dass man wieder raus konnte. Es ist jetzt quasi die erste Zivilisation, erste Generation seit 100 Jahren, die wieder Tageslicht sieht. Ich bin froh, dass wir uns gut auf ein solches Szenario vorbereitet haben. Besonders da unsere Vorräte in der Endzone zur Neige gingen. Vergiss nicht, dass du jederzeit, solltest du weitere Informationen benötigen, in unserem Überlebenshandbuch. Öffne das Überlebenshandbuch. Ach, Scheiße. Der will jetzt aber nicht, dass ich mir das alles durchlese, oder? Das, wenn man da so viel lesen muss. Gut gemacht. Alles, was du wissen musst, sollte genau hier zu finden sein. Ich denke, aber ist ja nicht schlecht, wenn man am Blotzort, wo man noch schlanko, gell? Zuhause zu errichten. Okay. Bevor wir überhaupt Gebäude richten, müssen wir einige Siedler in den Beruf Baumeister. Das habe ich gelesen. Und zwar, du bekommst immer mehr Siedler. Und wenn du jetzt einfach schnell zockst, musst du deine Siedler immer wieder umplatzieren. Ja, du hast halt, keine Ahnung, 50 Siedler, 30 machen das, 20 machen das, dann baust du irgendwas Neues, dann musst du Siedler von da abrekrutieren und ihnen eine andere Aufgabe geben. Das ist was, das mag ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob einer von euch Frostpunk kennt. Bei Frostpunk war das zum Beispiel so. Das hat mich tierisch genervt, weil du halt im Prinzip nichts anderes machst, als ständig umplanen und alles wieder zu ändern. Hab aber dann in den, und dann war das Spiel eigentlich schon tot für mich, habe aber dann in den Kommentaren gelesen, hat einer geschrieben, wenn man sich Zeit lässt und da ruhig rangeht und halt einfach schaut, dass man genug Siedler hat, ist das alles kein Problem. Deswegen werde ich das ein bisschen gemächlicher spielen. Aber jetzt zurück. Im Allgemeinen obliegt es deiner Verantwortung, welche Aufgaben wichtig sind und wie sich unsere Siedler darauf verteilen sollten. So, 3 Siedler brauchen wir als... Oh, das ist viel zu schnell. Und... Wähle ich die jetzt aus? Was ist das? Fachkräfte. Baumeister. 1, 2, 3. Alles klar. Sobald Bauaufträge erteilt worden sind, werden deine Baumeister bereit sein zu arbeiten. Es wird Zeit, dass wir uns um unser wichtigstes Grundbedürfnis kümmern. Wasser. Oh, Wasser. Ja, das als erstes sollten wir eine funktionierende Wasserversorgung einrichten. Weiter geht's mit unserem ersten Bauauftrag. Platziere und baue einen Steg an einem See in der Nähe deines Stadtzentrums. So, als erstes müssen wir einen Steg bauen. Gebäude, Holzsteg. Egal wo, wie drehe ich? Ich will drehen. Dreh das. Ich möchte, dass du das drehst. So drehe ich die ganze Karte. Dreh den Steg. Ja, er zeigt das sogar andrehen. Ach so. Okay. Zack. Da Bärchen, oder? Das sieht doch nice aus. So, da dürften jetzt die ersten 3 Bauern losmarschieren, oder? Oder auch nicht. Also ich muss sagen, wenn man jetzt so weit weg ist, ist die Grafik nicht so toll. Ja, wobei.
halt krass viele Details für so ein Aufbauspiel. Aber auch schaut schon ganz nice aus. Ähnlich wie Anno. Errichtet den Steg jetzt jemand? Ach, ja, ja, okay, jetzt gehen die da quasi hin. Ja, ist auch ähnlich wie bei Frostpunk. Das ist aber schon eine sehr gemächliche Geschichte. Ich mag das immer, wenn man die realistisch arbeiten sieht. Bin jetzt auch gespannt. Wenn die da jetzt einfach mit dem Hammer in der Luft rumklopfen, das mag ich nicht. Sehr gut. So viel dazu. Ich weiß, das ist eigentlich nicht wichtig, aber das sind so Details. Jetzt haben wir einen Ort, an dem wir Wasser einsammeln können. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Wasser zu sammeln, aber der Steg ist die einfachste und kosteneffektivste Lösung. Nein, die einfachste und kosteneffektivste Lösung wäre, einfach ins Wasser zu gehen. Was bringt denn dieser Steg jetzt? In der Zisterne können wir Wasser von verschiedenen Quellen, wie dem Steg, Regenspeichern oder Brunnen, beziehen und einlagern. Die Zisterne sollte immer in... Okay, jetzt bauen wir eine Zisterne. Und die soll da nah dran sein, was? Das ist wahrscheinlich der Weg. Also, das Grüne. Da gehen die Bauarbeiter raus. Und dann muss man wahrscheinlich auch schauen, dass halt alles schön in Linie ist, damit die nicht groß kurven oder zickzack laufen müssen. Kennt man auch von Anno etc. So, da müssen jetzt auch wieder, genau, da sieht man dann auch gleich, dass die Bauarbeiter losmarschieren. Für die Zisterne braucht man jetzt anscheinend drei Arbeiter und hierfür hat man nur zwei Arbeiter gebraucht. Glaube ich. Kann auch sein, dass ich euch absoluten Müll erzähle gerade. Uff. Ey, der Bau von dem Ding hat echt lang gedauert. Das ist das zweite Gebäude, was man errichten muss. Das soll nicht so lang dauern. So, weiße Siedler der Profession Wasserträger zu. Das war hier unten, gell? Wasserträger, 3 Stück. Wir haben noch 4 Siedler übrig. Ja, und da muss man das halt immer timen und anpassen, das, ihr versteht schon. Man hat hier oben immer, wie viele Siedler das man hat. Und... das sind die. Das sind dann wahrscheinlich auch noch in verschiedene Kategorien unterteilt. Das war halt auch bei. Ja, kennt man auch von Arno. Gibt halt dann die, wo auf der Hochschule waren, die auf der Uni waren, die können dann das und jenes und so, und das ist wahrscheinlich unterteilt. Und jetzt muss man einfach warten, er muss 100 Wasser produzieren. Großartig. Okay, die holen immer gleich 25, das ging schnell. Funktionierende Wasserversorgung errichtet und das Wasser wird nun vom Steg in unsere Zisterne transportiert. Ziehe in Betracht, weitere Wasserträger einzustellen, wenn du noch Siedler zur Verfügung hast. Man kann niemals genug Wasser auf Lager haben. Also der Bau der Zisterne hat um einiges länger gedauert als das Wasser holen. Jetzt sollten wir uns auf die Nahrungsproduktion konzentrieren. Es ist wichtig, gleich zu Beginn die Versorgung sicherzustellen. Eine Sammlerhütte, eine Jagdhütte oder eine Fischerhütte können dort direkt Abhilfe schaffen. Ich schlage vor, mit einer Fischerhütte zu beginnen, da wir uns ja bereits in der Nähe eines Sees befinden. Bei Frostpunk war es zum Beispiel auch so, du konntest schon viele Arbeiter haben, aber die hatten halt dann auch viele Bedürfnisse. Du musstest wahnsinnig viele Häuser haben, die mussten Strom haben. Für Strom hast du wieder Arbeiter. Letzten Endes hat sich's halt aufgehoben. Also du hattest dann zwar mehr Arbeit. Frostpunk war einfach purer Stress durchgehend. Ich hoffe, dass das Spiel nicht so in die Richtung geht. Jetzt bauen wir eine Fischerhütte. Die haben wir. Nahrung hier. So, die würde ich jetzt auch gern so bauen. Naja, das irgendwie mit dem Weg passt. Das kannst du aber, glaube ich, knicken. Oder? Achso, die muss ganz raus sein aus dem Wasser. Aber dann... naja, die muss in so einer Geraden sein. Scheiße. So vielleicht? Ja, da ist Wald. So. Ja, das passt. Sehr schön. Jetzt dauert es wieder 100 Jahre, bis es gebaut ist. So, Fischerhütten steht. Und jetzt brauchen wir natürlich wieder Fischerhüttenarbeiter.
Zwei Stück. Genau, jetzt haben wir noch zwei Arbeiter übrig. Das ist ja nicht besonders viel, gell? Drei haben wir noch übrig. Da muss man dann bestimmt, man geht dann hierher, dann lernt man wieder neue Leute kennen. Bei Frostpunk war es dann so, man konnte die Leute auf Missionen schicken, wo die dann... Das war aber dann auch gefährlich, da musste man immer weiter und ja. Ah, hier ist ein Dorf, okay. Okay. Achso, da gibt es interessanter Ort. Muss mal schauen, ist das von den Machern von Frostpunk? Ich glaube nicht. Hat also vom Spielding her schon einiges von Frostpunk. So, jetzt Nahrung produzieren. Gute Arbeit. Nun haben wir uns um die Grundversorgung durch Nahrung und Wasser gekümmert. Achte darauf, jederzeit genug Nahrung und Wasser auf Vorrat zu haben. Besonders dann, wenn du deine Siedlung ausbauen möchtest. Eine zu schnell wachsende Bevölkerung kann deine Nahrungs- und Wasserversorgung schnell aus den Fugen geraten lassen und dich so in große Schwierigkeiten bringen, wenn du nicht aufpasst. Anbaufelder sind eine weitere exzellente Art und Weise, an Nahrung zu gelangen, da sie beständig wachsen, solange der Boden feucht genug ist. Jede Saat hat unterschiedliche Wachstumszeiten und Erträge. Im Gegensatz zu deiner Fischerhütte, die direkt mit der Produktion beginnen kann, bedeutet das, dass es einige Zeit dauert, bis dein Feld abgeerntet werden kann. Okay, also dann erstmal anders Nahrung beschaffen, bevor man Anbaufelder macht. So, errichte ein Anbaufeld. Hier haben wir's. Wo macht man das jetzt am blödsten hin? Das würde ja schon hier Sinn machen, oder? Ich kann nirgendwo Felder platzieren. Geht nicht. Wenn ich das jetzt aufziehe... Wenn ich das so groß mache, geht's? Warum? Das muss so eine Mindestgröße haben, oder wie? Hätte er mir aber auch sagen können. Ja gut, dann hauen wir das hierher. Zack. Dann weise einem... Also einer muss... Vier Bauern! Ich habe bloß noch vier Leute. Achso, wir brauchen bloß einen. Okay. Und dann Saatgut von Feldern festgelegt. Was sehen wir denn an? Haben nicht allzu viel Auswahl. Kohl und Schwarzwurzel. Ja, pflanz mal ein Kohle, oder? Geht nicht. So geht das nicht? Doch geht. Saatgut. Das sieht gut aus. Vergiss nicht, dass wir eine Reihe unterschiedlichster Nahrungsquellen brauchen, um gesund zu bleiben. Du solltest außerdem darauf hinplanen, dass es zu Dürreperioden kommen könnte, in denen es nicht regnen wird. Lagere deine Nahrung ein und passe deine Produktion an, um Engpässe zu vermeiden. Ich werde dir später ein paar weitere Strategien zeigen. Zu Beginn haben wir noch ziemlich wenig Schrott und Holz oder andere Ressourcen. Wir könnten ein Produktionsgebäude errichten. Um jedoch so schnell wie möglich an Rohstoffe zu gelangen, ist es am besten, wenn wir direkt loslegen zu sammeln. Erteile Aufträge, um verschiedene Ressourcen abzubauen. Alle Siedler, die du keiner Profession zugeteilt hast, werden sich solcher Aufträge annehmen. Des Weiteren verteilen die Siedler Ressourcen in deiner Siedlung. Okay, das ist cool. Also alle, die keine Aufgabe haben, sammeln automatisch Schrott ein. Aufgabe platzieren Holz. Abbauen. Das mache ich. Was? Ach so, das Bau. Ah, okay. Ja, okay. Quasi wie bei Age of Empire, dass ich jetzt sage: Hier ist nicht wie bei. Doch, wie bei Age of Empire. Du setzt eine Fahne und hier wird jetzt Holz gehackt. Und Schrott sammeln wir. Hier ist viel Schrott. Hier ist noch mehr Schrott. Schrott sammeln wir hier. So. Und dann warten wir wieder, bis das abgeschlossen ist. Okay, das checke ich jetzt nicht. Also, du setzt nur die Fahnen, mehr brauchst du nicht machen. Und die Siedler, die nichts zu tun haben, machen dann quasi diese Aufgaben. Mir kommt es aber jetzt so vor, als wären sie alle beim Holzhacken, weil ich habe jetzt schon 44 von 20 Holz, aber nur 2 von 15 Schrott.
Weiß nicht, ob ich den jetzt eher sagen, also auch noch sagen muss, nee, sammelt lieber Schrott. Oder ob sie da genug Hirn haben und das automatisch erkennen, was wir brauchen. Da wir nun eine Menge Ressourcen besitzen, können wir beginnen, ein richtiges Produktionsgebäude zu errichten. Dann musst du dich nicht immer manuell darum bemühen, dass gesammelt wird. Produktionsgebäude sind nicht nur einfacher zu handhaben, sie sind auch noch deutlich effektiver als einfache Aufträge. Platziere Produktionsgebäude nicht zu weit entfernt von deiner Siedlung. Du kannst ihren Arbeitsbereich später jederzeit ändern. Alles klar. Am besten errichten wir jetzt eine Försterhütte, um die Holzversorgung zu automatisieren und im gleichen Zug effektiver zu machen. Förster können Bäume nicht nur fällen. Ah, okay, das ist auch gut. Also die Förster fällen nicht nur Bäume, sondern sie pflanzen auch welche. Genau, hier bei Ressourcen. Boah, ja, hier haben wir viel Wald, ne? Aber man soll es nicht zu weit vom Lager wegbauen. Ich würde sagen... Ja, weiter hinter schon. Ich würde sagen... Wir knüppeln die hier hin. Und dann können wir später eine nice Straße darunter machen. Und dann müssen wir natürlich wieder jemanden der Försterei zuweisen. Und dann müssen wir natürlich Holz sammeln. Oh, schaut's mal, unser Kohl wächst schon, ha? Ja, wie ist es nice? Ja, ihr habt alle nichts zu tun, oder? Ja, genau, los. Sag einmal. Oh, jetzt regnet's. Ganz cool mit den Wolken und so. Fällt mir. Ja, optisch ist schon nice. Schaut gut aus, das Spiel. Baldige Dürre kommt. Da müssen wir quasi Wasser sammeln. Die Wassertanks sind voll. 2000 Wasser auf Lager. Okay. Ich meine, das Tutorial, da wird jetzt nicht viel schief gehen. Gute Arbeit. Vielleicht möchtest du später den Arbeitsbereich des Gebäudes verändern, um deinen Arbeitern zu sagen, aus welchem Bereich sie ihr Holz beziehen sollen. Ah, und zu deiner Information. Wenn du möchtest, kannst du deiner Försterhütte auch sagen, dass sie sich nur um die Aufforstung eines Bereichs kümmern soll, um einen schönen, dichten Wald zu erschaffen, den kommende Generationen nutzen können. Sehr gut. Okay, wenn ich einen Schrottplatz baue, dann können die, also die suchen ja jetzt quasi hier zwischen diesen Dingen nach Schrott. Und wenn wir einen Schrottplatz bauen, dann können sie das hier halt auch abtragen, können auch in Minen rein und so diese. Das können sie zum Beispiel zerlegen. Dafür ist dann der Schrottplatz da. Da basteln wir uns jetzt mal einen hin. Den machen wir, den würde ich gern ausrichten, der Holzfällerhütte. Ist aber Quatsch. Ne, den hauen wir hierher. Oder hier haben wir nicht so viel Schrott, ne. Wo kommt der hin? So. Ich spule jetzt mal so ein bisschen vor, dass wir da mal, dass ich euch jetzt nicht jedes einzelne Gebäude erkläre. Stoff, Metall, Plastik und Elektronik. Boah, wie geil. Alter, guckt euch das an. Seht ihr das? Sollten wir uns jedoch da ist so eine Regenwolke drüber. Das sah mal richtig cool aus. Das ist was, das werde ich nie verstehen, warum... die bei Aufbauspielen Gebäude, die auch noch zusammengehören, also diese, das ist der Recycler, der sammelt quasi Metall und das ist die Werkstatt, die verarbeitet das Metall dann. Die baust du nebeneinander, ist ja logisch, dass die nicht gleich groß sind. Das ist was, das triggert mich bei jedem Spiel. Genauso wie du bei Arno die Felder einfach nicht schön platzieren kannst. Es sieht immer kacke aus. Und genau wie bei Arno müssen wir jetzt eine Schule bauen, damit halt, ja, wofür braucht man eine Schule? Die werden intelligenter, arbeiten effektiver und es gibt ja auch verschiedene Kategorien von Unterkünften und hängt dann auch mit der Attraktivität zusammen. Also die Bewohner fordern eine Schule, dadurch wird das und jenes besser. Jeder, der schon mal Arno gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, es ist unfassbar langsam.
unfassbar langsam. Also ich musste aufgabenbedingt jetzt hier, ich habe immer, wenn ich auf irgendwas warten musste, habe ich übersprungen. Also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, ich bin jetzt bei 36 Minuten, braucht ihr bloß gucken, wie lange das Video jetzt geht. Hier musstest du Metall herstellen. Du hast also hier den Schrottsammler, geht dann in das Recycling. Das Recycling kannst du sagen, was es herstellen soll. Ich habe jetzt gesagt, es soll Metall herstellen. Das Metall geht in die Werkstatt und da kannst du dann sagen, was er mit dem Metall machen soll. Ich habe gesagt, er soll Werkzeug herstellen. Das hat gedauert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Musste dann halt quasi warten, bis das erste Werkzeug fertig ist. Wahnsinn. Also das ist schon ganz großes Uff. Ich weiß nicht, ob es später dafür unsagbar stressig wird, aber das war jetzt schon extrem langweilig. Da unsere Bevölkerungszahl zu wachsen beginnt, sollten wir uns nochmals der Nahrungsproduktion zuwenden. Wir sammeln bereits Fisch und bestellen unsere Felder. Eine Sammlerhütte wird uns nun noch ermöglichen, Beeren und Pilze aus naheliegenden Wäldern zu sammeln. Dann bauen wir nur Sammlerhütten. Ist doch kein Stress. Ah ja, das ist ja ganz cool, dass er immer gleich anzeigt, wo, was wie viel, von wie viel was da ist. Das machen wir so, dann überschneidet sich das auch wieder mit der Straße. Kann man da noch weiter hinter? Ja, machen wir so, oder? Zack. Wunderschön. Da bauen wir das hin, das Ding. Und dann brauchen wir zwei Sammler. Die finde ich nicht. Weiße Siedler der Profession Sammler zu. Zeigt mir doch. Ah, hier. Zwei Stück. So. Ja, und jetzt müssen wir warten, bis er Beeren produziert und Pilze produziert. Ja, ich habe jetzt das Gebäude errichtet, habe zugewiesen. Wir sind jetzt bei 37 Minuten. 38 Minuten. Cut zum Fertigstellung. Sehr gut. Wie du sehen kannst, ist die Sammlerhütte eine effektive Möglichkeit, schnell an Nahrung zu gelangen. Ich habe da noch gar keine Beeren produziert. Das ging jetzt verhältnismäßig schnell. Ich muss aber dazu sagen, ich spiele das im dreifachen Vorlauf. Also dreifacher Geschwindigkeit. Wie bei den meisten Gebäuden kannst du auch hier den Arbeitsbereich jederzeit verschieben. Obwohl wir zur Zeit... So, jetzt errichten wir eine Plantage. Die möchte ich aber auch hier schon irgendwo so in dem Bereich haben. Hallo? So? Ja, das schaut gut aus. Oh, kontaminiert. Ja, leichte Kontamination. Hier ist jetzt alles kontaminiert. Das ändert sich aber auch immer mit dem Wetter. Also wenn es geregnet hat, ist alles immer leicht kontaminiert, stand da. Weißles lila Blauanzug. So. Saatgut von Feld festgelegt. Müssen wir erstmal warten, bis das Feld fertig ist. Dass sie den Baum da auch gleich wegfällen, finde ich ganz cool. Und dadurch, dass die Erde jetzt umgraben, ist sie dann nicht mehr radioaktiv, seht ihr? Auch ganz cool. So, welche Saat wählen wir denn? Ich kann bloß Pflaumen wählen. Okay. Die Plantage ist angelegt und die Bäume beginnen bereits zu wachsen. Ähnlich wie bei den Anbaufeldern brauchen die Bäume einige Zeit, bis sie ausgewachsen sind. Unsere Sammlerhütte sammelt Nahrung aus den umliegenden Wäldern. Jedoch gibt es dort noch eine ganze Reihe an anderen Pflanzen, die wir verwenden können. Diese Pflanzen können von einer Kräuterhütte eingesammelt werden. Wieso kann denn die andere Sammlerhütte nicht einfach Kräuter mitsammeln? Gut, dann pflanzen wir da noch, stellen wir da noch eine Kräuterhütte daneben. Oder stellen wir gegenüber? Wo ist ein Platz hier? Ach komm, jetzt passt die da nicht hin. Ich will doch alles nebeneinander haben. Ja, hier noch so viel Schrott ist, weißt du? Kommen wir mal so. So, so. Auch wieder kontaminiert, aber ganz gering, das ist nicht so schlimm. Da steht auch hier immer, was noch fehlt, um das zu bauen. Also wir brauchen jetzt quasi Schrott und Holz und dann fängt er an, die Hütte zu bauen.
Dann werden Kräuter produziert. Aber das musst du halt immer abwarten. Und das dauert im Schnellvorlauf schon lang. Mir persönlich zu lang. Ich muss aber auch sagen, wir haben es 1.14 Uhr gerade. Ich bin dezent müde. Vielleicht liegt es daran. Gut gemacht. Die gesammelten Kräuter können wir auch noch dazu verwenden, sie später in Medizin umzuwandeln. Von Zeit zu Zeit kann es dazu kommen, dass eine Krankheit in unserer Siedlung ausbricht und sich den Bewohnern ausbreitet. Deshalb sollten wir immer genug Kräuter auf Lager haben. Auch hier, der Arno. Hauptgrund. Der Hauptgrund, warum der Gesundheitszustand unserer Siedlung sinken kann, ist Strahlung. Obwohl wir unsere Siedler bereits vor der Umgebungsstrahlung durch Kleidung schützen, kann es passieren, dass unsere Wasserquellen kontaminiert werden. Wir sollten damit beginnen, unser Wasser zu filtern, um dies zu verhindern. Dafür werden wir eine Menge Kohle benötigen. In der Kühlerei wird Holz verbrannt und zur Kohle produziert. Okay, wir hatten ja eine Holzfällerhütte. Das ist die hier, genau, die Förster. Also da stellen wir jetzt eben die Kühlerei daneben. Du musst halt immer schauen, dass du die Arbeitswege extrem kurz hältst, ne? Ja, so. So schaut das gut aus. Das gefällt mir. Und dann brauchen wir einen Köhler. Einen? Einen Köhler. Einer reicht. So, jetzt schauen wir mal für das... Ja, gut. Es kann jetzt sein, dass das jetzt mittlerweile schneller geht, weil wir die Lager voll haben. Also bei der Werkstatt, das hat unfassbar lang gedauert. Ich glaube, dass ich im dreifachen Schnellvorlauf bestimmt 10 Minuten gewartet habe. Und kann aber sein, weil ich halt nichts auf Lager hatte. Weil das Gebäude hat jetzt wirklich sehr schnell produziert. Könnte ich mir vorstellen. Was ich auch ganz cool finde, du siehst den Köhler auch arbeiten, wenn er da ist. Großartig. Wir können die Kohle in der Köhler reizt nicht, aber in der Werkstatt siehst du zum Beispiel einen Schmied, wie er arbeitet. Unsere Zisterne ist dazu allerdings leider nicht in der Lage. Nur ein Wassersilo hat hierfür die nötige Ausrüstung. Es wäre eine Schande, wenn wir unsere vertraute Zisterne abreißen müssten, nur um in ihrer Stelle ein Wassersilo zu errichten. Was wir stattdessen tun sollten, ist die Zisterne aufrüsten. Ein Wassersilo kann viel mehr Wasser speichern und bietet Arbeitsplätze für mehr Wasserträger als unsere alte Zisterne. So, wie rüstet man die auf? Hier. Zu Wassersilo ausbauen. Okay, lass knacken. So, jetzt brauchen wir Holz, Schrott, Plastik, Kohle. Jetzt gucken wir nochmal, wie lange das dauert. Wir sind jetzt bei 44 Minuten Aufnahme. Okay, das ging auch schnell. Das war jetzt Echtzeit ungefähr 3 Minuten. Das ist okay. Also es lag an der Werkstatt anscheinend wirklich daran, dass wir die Ressourcen noch nicht hatten. Aber dennoch, es ist langsam alles. Also von schnell sind wir immer noch weit entfernt. Jetzt brauchen wir wieder einen Sondierer. Warum? Was? Wieso müssen wir jetzt einen weiteren Recycler errichten? Wieso brauche ich denn für die Zisterne einen Recycler? Ja, egal, er will einen Recycler, also bauen wir einen Recycler. Wenn der das so möchte, machen wir das. Dann brauchen wir noch einen weiteren Sondierer. Dann muss der Recycler Plastik herstellen. Das können wir erst machen, wenn das Gebäude fertig ist. Und dann brauchen wir 2 Wasserträger. Okay. Die kann man schon auswählen, oder? Jupp. Und jetzt müssen wir quasi nur warten, bis der Recycler fertig ist. Und dann soll der Plastik herstellen. Ach doch, hier kann man es durchschalten. Okay. Einen Friedhof muss ich jetzt bauen. Jetzt geht's aber los. Uff. Ja, Gott sei Dank braucht der keinen Platz. So viele Siedler habe ich ja gar nicht wieder hops gehen. Aber so neben den Pflaumenbäumen, das ist doch hübsch, oder? Das gefällt mir. Da passt er nicht hin. Echt nicht? Nee. Ja, ihr müsst erstmal Platz finden für so einen riesen Friedhof. Was soll das? Da passt er hin. Ja, so ist gut. Zack. Und dann brauchst du natürlich einen Totengräber. Für sowas haben die Ressourcen über, weißt du? Die kommen gerade aus dem Erdloch gekrabbelt nach dem atomaren Weltkrieg. Okay. Der Friedhof wird uns helfen, uns schnell zu fangen und uns auf die Aufgaben zu fokussieren, die noch vor uns liegen. Es ist kein schöner Gedanke, aber
So ist nun mal der Lauf der Dinge. Ja, genau, bauen wir was zur Ablenkung. Ein Lagerfeuer, das ist doch was Schönes, so eine Kneipe. Genau, jetzt halt verstehen wir uns doch. Jetzt werden hier immer die richtigen Sachen gebastelt. Was? Nein, ich muss eine Befestigung ausrichten. Hä? Ich will einfach aufrüsten, okay? Machen wir das doch. Sehr gut. Der neue. Achso, dann hast du automatisch ein Lagerfeuer. Nicht nur mehr Lagerraum, er fungiert gleichzeitig auch noch als Lagerfeuer. Die Siedler können den neuen Bus besuchen und so ihre Zuversicht für eine Weile von Zeit. Brauchen wir nur ein Sanitätshaus? Dann brauchst du natürlich wieder Ärzte. Ja, das klingt immer so, als würde ich mich beschweren, aber ich muss sagen, ich mag das, wenn man halt echt viel bauen kann. Ist mir lieber, als wenn man da nach, keine Ahnung, 10 Minuten jedes Gebäude gesehen hat, was man hinstellen kann. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, das ist ein Tutorial. Ja, ich habe ständig genug Arbeiter. Alles easy. Ich denke, wenn man das einfach solo halt zockt, könnte es schon... Ich kenne es halt noch von Frostpunk. Es war schon immer sehr schwer, das genau zu timen, dass die Arbeiter richtig verteilt sind. Das Problem hat man jetzt im Tutorial natürlich nicht. Aber ich würde sagen, ich ziehe jetzt das Tutorial einfach mal weitestgehend durch. Falls noch was Interessantes kommt, zeige ich es euch. Und am Ende machen wir einfach mal so einen kurzen... Ja, sage ich euch einfach, was ich davon halte. Ach, jetzt müssen wir auch endlich mal Wege bauen. Das hat mich schon gewundert. Dass wir da bisher gar keine bauen mussten. Und drum habe ich mir doch vorher so viel Mühe gegeben. Wisst ihr, Leute? Ist es wichtig, dass das nach was aussieht, das Ganze? Also das Tutorial zieht sich, es nimmt kein Ende. Aber das ist jetzt auch wie bei Frostpunk, also ich habe jetzt einen Kundschafterposten gebaut und wir können jetzt quasi Kundschafter entsenden, um Missionen zu machen. Man selber macht diese Missionen, glaube ich, nicht. Weiß jetzt nicht mehr genau, wie das bei Frostpunk war, du konntest dann bloß verschiedene Entscheidungen treffen. Die haben dann zum Beispiel, die Kundschafter haben ein Lager entdeckt, sollen sie das durchsuchen? Da sagst du ja. Und ist halt immer mit Risiko verbunden, ja. Ah, in dem Lager war ein Bär, der hat deine Einheiten getötet. Oder es ging alles gut, du hast Ressourcen bekommen. Ich denke, dass das hier ähnlich ist. Tankstellenruine. Achso, ich habe jetzt quasi bei der Kundschaftung diese Tankstelle entdeckt. Und jetzt kann ich eine Expedition dahin starten. Da brauche ich dann Stoff, Joints, Pilze. Okay, die kommen da halt einfach knüppelstramm an. Aber es soll anscheinend so sein. Da wählst du dann aus, wer soll da hingehen? Die hat keine Maske auf. Boah, keine Ahnung. Da mache ich jetzt nicht zu viel rum. Der Pedro geht. Ach so, man sieht auch, was die arbeiten. Er ist Forscher. Ja, wir haben 3 Forscher. Wasser haben wir auch, Leute, die sich drum kümmern. Ich würde sagen, reichen 2 Leute. Junge Erwachsene. Diese Ruine ist nichts Besonderes, Boss. Wenn wir einige von uns effekten, ja, komm, 2 Leute, los geht's, wird schon passen. Man sieht die sogar, wie die da jetzt hinmarschieren, finde ich ganz cool. Uff, was war das? Nichts, okay. So, jetzt sind die bei der Tanke. Und machen da weiß was ich was. Instruieren. Da könnte man jetzt sagen, was könnte man ihnen sagen? Ach so, das war, was sie da dort alles holen können. Okay. Ja, dann einpacken und zurückkehren. So, jetzt geht hier endlich mal was los. Wir haben nämlich Wachtürme gebaut und jetzt kommen hier Plünderer. Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Laut Radar sind sie hier. Ah, da! Alter! Oh, ein Sandsturm auch noch, natürlich. Als wären das die letzten. Und die Siedlung steht noch. Naja, ein paar Kratzer. Wir stehen wieder auf. Immer wieder. Das verspreche ich dir. Lasst uns in Ruhe. Plünderer, die jedoch nicht einfach so ohne Vorwarnung und Grund einen Besuch abstatten. Meistens werden sie von dir vorher einen Tribut verlangen.
Wenn du diesen Tribut bezahlen kannst, dann werden sie dich in Ruhe lassen. Zumindest für eine gewisse Zeit. Ich möchte... Tribut bezahlen, was? Oh mein Gott. Wir haben 111. Jetzt haben wir doch 11, oder? Damit hast du uns ein wenig Zeit erkauft. Und ich denke, es ist endlich an der Zeit, mich als Berater zurückzuziehen. Ich habe dir alles beigebracht, was ich weiß. Und du hast deine Führungsqualitäten bewiesen. Ich habe mich vielleicht darum gekümmert, unsere letzten Tage in der Endzone zu leiten. Aber jetzt liegt all mein Vertrauen in dir. Verstanden. Einführung abgeschlossen. So, mein Fazit. Sehr umfangreich. Es ist ähnlich wie Frostpunk. Ich finde es ein bisschen besser, muss ich sagen, weil bei Frostpunk gab es viele Sachen. Ja, allein dieses Baukonzept. Bei Frostpunk ging es darum, dass eine neue Eiszeit entstanden ist. Und in der Mitte hatte man dann quasi ein Heizwerk. Und du hast um dieses Heizwerk herum gebaut und musst die Wärme halt immer weiter. Das hat dir sehr viel Möglichkeiten geraubt, was das Bauen angeht. Das ist hier natürlich anders. Open World, du kannst dir bauen, so viel du willst. Optisch gefällt es mir sehr gut. Die haben dieses akupalyptische Setup nice hinbekommen. Ja. Ist gut, ist sehr langsam. Also ich finde es wahnsinnig langsam. Das ist ja eigentlich so der einzige Kritikpunkt, den ich habe, dass es sehr langsam ist. Also wenn du da, aber das sind Sachen, im späteren Spielverlauf ändert sich das natürlich, ja. Also wenn du mal 50 von diesen Recyclinganlagen hast und 10 Schrottplätze, geht das natürlich entsprechend schneller, ja. Und ich habe jetzt auch nichts wirklich optimiert, ja. Also mein Schrottplatz war sehr weit weg vom Dorfzentrum. Ich habe sehr weit unten links gebaut, sehr weit oben rechts gebaut. Das sind natürlich auch alles lange Wege. Das kann man alles optimieren. Aber man hat wahnsinnig viele Möglichkeiten, was das Ausbauen angeht, was das Forschen angeht. Ja, ich find's cool. Allein, dass man baut und die Bewohner aber trotzdem, ich meine, man kommt gerade nach 100 Jahren aus der Erde und es sollte ja nur ums Überleben gehen, aber die Bewohner wollen halt trotzdem, dass alles ein bisschen schön aussieht und so. Und man kann Gesetze verabschieden und so. Also ich habe viel rausgeschnitten, weil das hat jetzt gedauert 2,5 Stunden, die Einführung. Aber daran könnt ihr schon erkennen, wie umfangreich das war. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Gutes Spiel. Wie gesagt, 15 Euro momentan auf Steam. 15 Euro, wenn man auf Aufbauspiele steht, lohnen sich definitiv. Ich kann es empfehlen. Macht Bock. Vielleicht werde ich es auch noch weiterspielen. Vielleicht werde ich es auch mal streamen. Wenn ihr da dabei sein wollt, Twitch, Fatman's House, würde mich auf jeden Fall freuen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert. Ich danke jedem für den Support und wir sehen uns beim nächsten Video. Sing!